Es gibt Neuigkeiten zu Sonjas aktuellem Spendenstand. Außerdem sind die Ergebnisse für die Spendenverdopplungsaktion da. Aber für diejenigen, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, erkläre ich es nochmal. Das ist Sonja. Und der Grund, wieso sie so heftig weint, ist ihre tödliche Krankheit. SMA Typ 1 oder spinale Muskelatrophie sorgen dafür, dass sich die Muskeln in Sonjas Körper zurückbilden. Noch hat sie in Anführungszeichen Glück, da die Krankheit bisher nur ihre Beine betrifft. Aber das kann sich von heute auf morgen ganz schnell ändern. Die Krankheit SMA Typ 1 betrifft jede Muskel im gesamten Körper. Und zum Beispiel die Lunge ist auch ein Muskel. Es ist nicht einfach nur so, dass sie daran sterben kann. Die Art und Weise, wie sie daran stirbt, und zwar durch Erstickt, ist eines der schlimmsten Todesursachen, die man sich vorstellen kann. Das Medikament Zolgensma kann diese Krankheit aber stoppen. Der einzige Haken: es kostet 1,8 Millionen Dollar. Eine Riesensumme, die leider in ihrem Fall nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Deswegen ist sie so sehr auf Spenden angewiesen. Und ja, natürlich, wir verstehen, nicht jeder kann spenden. Ihr seid entweder zu klein, habt kein Geld oder spendet vielleicht schon genug für andere Projekte. Aber auch ihr könnt Sonja unterstützen. Ihr könnt beispielsweise dieses oder andere Videos mehrmals anschauen, da ich zum Beispiel alle Einnahmen, die in Sonjas Videos vorkommen, spenden werde. Außerdem könnt ihr euch die Videobeschreibung ansehen, denn dort habe ich weitere Möglichkeiten verlinkt, mit denen ihr helfen könnt. Und die Spendenlinks habe ich euch ebenfalls in die Beschreibung getan. Ihr könnt außerdem helfen, indem ihr meine Videos verbreitet. Tippt dazu einfach auf Teilen, gebt einen Daumen nach oben, schreibt so viele Kommentare, wie ihr könnt. Weil ich sage es nur immer und immer wieder, selbst wenn das Video nur eine Person erreicht, die spendet, sind wir einen Schritt näher, Sonja das Leben zu retten. Sonja ist gerade einmal 3 Jahre alt. Sie hat also noch ihr gesamtes Leben vor sich. Und wir haben die Möglichkeit, ihr dieses Leben zu ermöglichen. Ich erkläre nochmal übersichtlich alle Schritte, die ihr befolgen könnt. Entweder ihr schaut dieses oder alle anderen Videos mit Sonja mehrmals an, gebt einen Daumen nach oben und schreibt so viele Kommentare, wie ihr könnt. Oder ihr geht auf die Links in meiner Beschreibung und könnt dort spenden, weitere Informationen über Sonja bekommen oder Flyer runterladen, die ihr dann im Dorf oder in eurer Stadt verteilen könnt. Vielleicht eine Spendensammlung in eurer Schule veranstalten. Falls ihr erwachsen und selbstständig seid, könnt ihr vielleicht Charity-Events machen, die Videos von mir teilen und am besten so vielen Menschen wie möglich von Sonjas Geschichte erzählen. Jeder kann Sonja helfen, jeder kann Sonja das Leben retten. Mittel und Wege gibt es immer, man muss sie nur beschreiten. Und jetzt kommen wir zum anderen wichtigen Teil. Die Ergebnisse der Spendenverdopplungsaktion. In der Ukraine wurden an ihrem Geburtstag 55.000 Euro gespendet und in Deutschland und Österreich wurden genau 5.000 Euro gespendet. Das heißt, dass die Spenden auf 120.000 Dollar verdoppelt wurden. Mittlerweile sind wir aber schon bei 49,5%. Das heißt, wir brauchen ja insgesamt 1,8 Millionen Dollar. 49,5% von 1,8 Millionen Dollar sind 909.000 Dollar. Das heißt, es fehlen noch genau 891.000 Dollar. Sonja ist gerettet. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich so viele Spenden wie möglich. Und falls ihr nicht spenden könnt, weil ihr nicht alt genug seid oder kein Geld habt, hilft es auch, wenn ihr das Video mehrmals schaut oder verbreitet. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angesehen habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr die nächsten Videos nicht mehr verpasst. Tippt außerdem hier oder hier, das sind die anderen Videos für Sonja. Und ganz wichtig, checkt die Videobeschreibung ab.